Salve Leute, Yoshi hier und willkommen zurück zu Saints Row the Third Co-op Actor. Yeah, Bayard Nexus Gaming. Und wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich habe jetzt gar keinen Plan mehr. Also, ich habe ja letztens ehrlich gesagt Kommentare gelesen, ne? Und da. Oh, du hast Kommentare gelesen. Ja. Alter. Ich habe Kommentare gelesen. Das glaubt man kaum, aber es ist so. Ja, und da hat einer gesagt: Grün, ein grüner Mensch, das geht nicht. Hab ich mir natürlich gedacht, okay. Genau, das Kommentar habe ich auch gelesen. Das Kommentar, nicht den Kommentar. Den Kommentar habe ich auch gelesen, natürlich. So, ja, und jetzt suche ich mir ein Geschäft in der Nähe, wo man, ich möchte eine Schönheits-OP vornehmen, ja. Ich gefalle mir selber einfach nicht mehr, ich habe zu viel Botox im Gesicht. Oder zu wenig Botox, je nachdem, wie man sieht. Das ist eine Garage. Jetzt suchen wir erstmal das Ding für mich und danach scheißen wir auf Pierce. Würde ich sagen, ne? Das ist eine gute Ordnung, ne? Ja, also ich würde sagen, ich brauche auch mal eine Schönheits-OP, weil wenn der sich über einen grünen Mensch beschwert, was eigentlich Yoshi ganz normal ist. Ja, ich meine, hallo? Brauche ich auch einen neuen. Habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht. Was denkt er sich? Ich bin grün. Ich habe den Kommentar auch gelesen, Yoshi. Und da brauche ich auch eine OP. Wenn Yoshi eine OP braucht, brauche ich auch eine OP. Da gibt's nämlich dann so Gruppenrabatt, wisst ihr? Dann kostet es gleich nur noch die Hälfte. Also praktisch, nimm 2, zahl 1. Ja. So, like. Aber, mich darf er nicht zweimal nehmen. Das dürfen sie nur beim Jay machen. Den hat jetzt keiner verstanden. Ich habe gerade nicht zugehört. Ja, das sagst du dann. So, wo bist du eigentlich? Wie weit weg bist du bitte? Ich fahre hier gerade mit dem Peacemaker, also mit dem Polizeiauto, die ganze Zeit hier lang und du bist immer noch nicht in der Nähe. Ups. Ey, pausiert. Ups, tut mir leid. Und das Polizeiauto sieht schon wieder aus wie, keine Ahnung was. Like shit. Warum sind hier überall nur rostige Nadeln? Ey, Bus biegt doch nicht direkt vor mir ab, ey. Was fällt dem ein, ne? So, ja, wir fahren. Ich bin voll in den Rhein also, gefahren. Die erste, diese Folge wird wahrscheinlich daraus bestehen, dass wir ein Schönheits-OP. Ein Schönheits-OP, ja. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht über meine Grammatik, Alter. Ist doch voll korrekt. Ja. Das sind aber nicht die. Alter, warum biegen ach, da! Alle Autos? Ach, da! Alle Autos vor endlich mir einen gefunden. Ich bin auch doof. Ich guck nicht auf die Map, ob wir schon einen gefunden haben. Ah, und da waren wir ja schon bei einem. Nein, ich muss mein Headset laden. Nein, wie konntest du nur? Das darf nicht sein. Das wäre ja fast so, als würde mir die Motorhaube fast abfliegen. Moment, wo ist mein Laden? Ach, da ist mein Ladekabel. Sehr gut, so, dann. Ich mute mich mal kurz. Tu das. Show. So, dann rein da. Und Schönheits-OP. So, Dalla, habe ich überhaupt genug Geld, um eine Schönheits-OP zu machen? So, also ich kaufe jetzt erstmal den Laden, ja? Achso, ja, dann kriegen wir Rabatte, ne? Ja, ich glaube. GPS-Abkürzungen habe ich gerade. Entdeckst du Abkürzungen, wird dein GPS mit neueren, kürzeren Wegen aktualisiert. Na! Hab ich schon fast gedacht. Aber auch nur fast. So, nein. Sag mal, wo bist du? Ach, da. Ich bin da, wo das Ding ist. So. So, ihr wolltet Haut, ja? Ihr wolltet einen Menschen, ja? Einen richtigen. So. Ich kaufe auch mal ein Geschäft. Na, also. Image as Design gekauft. Ich krieg 2% Kontrollerhöhung von Carver Island und 10% Rabatt und $500 die Stunde. Finde ich gut. Und Yoshi, was machst du denn für einen Skin? Das wirst du gleich sehen, so. Ich pack wenigstens gescheit ein, ja, nicht so wie Yoshi, der sein Auto mitten auf der Straße stehen lässt. Wo bist du bitte? So, ich bin im Image as Designed. Ach so, das habe ich halt gekauft. Hast du es nicht auch gekauft? Ja, habe ich auch. Okay. So. Lass dich die Chirurgen. So, Körper.
Alter, wir sind schon ein alter Sack geworden, ja. Die YouTube schreibt uns die Falten ins Gesicht. Ja. Genau. So, und. Ich mach mir mal so einen richtigen Muskelprotz. Ach ja, nee, so. Nein, 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 abbrechen, abbrechen. Gesicht. Merkmale. Haut. Oh, Haut, ich nehme jetzt eine gelbe. Nee. Und ich ziehe mal mein BH aus. Sehr gut. Yeah, ein Troll. Ein Troll. Wir haben einen Troll geschaffen. Du sollst einen normalen Menschen schaffen und keinen Troll. Nicht? Ja. Haare. 50er Jahre. Nein. So. Alles mal hier schön auf. Bad Boy. Bereit für Hollywood. Bienenkönigin. Ich bin eine Bienenkönigin. Oh, das wusste ich schon immer. Dass du eine Bienenkönigin bist, wusste ich schon immer. Feldwebel gefällt mir eigentlich. Gesichtsbehaarung. Zahnbürste. Was? Okay. Das ist ein Hitlerbart, aber egal. Oh ja, das ist ja kein Problem. Und wenn jetzt das Video gesperrt wird, wegen was weiß ich was. Du warst es nicht, ne? Lol, Pornobalken. Alter, ist das geil. Dali. Was hatte ich vorher? Aufgemalt. So, Augenfarbe. Oh yeah. Yeah. Boah, jetzt habe ich so voll die Pro-Ohren. Und mein Gesicht sieht jetzt episch aus. Okay, nicht episch. Ja, ja. Ich mache ja das Make-up wieder weg. Oh mein Gott, er sieht so aus, als hätte er irgendwas genommen. Irgendetwas genommen. Körper. Achso. Achso, stimmt ja. Ich muss ja. Stimmt. Okay, da muss ich aber noch was anderes anziehen. Oh mein Gott, das ist dieser. Oh, was. Was zum Teufel ist das? Ich kann echt nur hässliche Menschen machen. Dann mach halt mal einen schönen. Du hast ja nicht dagegen, wenn ich dein Auto nehme, oder? Hallo? Ja, ich muss mir was anderes anziehen. Ja, ja, ja. So, wo ist denn hier der nächste Klamottenladen? Guck auf der Karte nach. Ja, mach ich gerade. Oh nein, Wange war ich gerade, ne? Nase. Geschäfte, unbekannt, Geschäft. Ich fahre da einfach mal hin. Oh yeah, Boxernase, 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 Boxernase! Ah, da ist ein Kleidungsladen. Kleidungsladen. So. Yeah, Voldemort, Voldemort, wir haben Voldemort! Oh, mach doch einfach einen gescheiten Typen, das war's dann. Ach Jay, das ist viel zu kompliziert. Das verstehe ich nicht, gell? Was? Verstehst du nicht? Das ist. Nasenlochabstand. Komm schon, findet ihr nicht auch, dass er einfach einen gescheiten Typ machen sollte? Sollte ich auch wahrscheinlich, aber. Oh mein Gott, der sieht aus, als hätte er eine Penisnase. Ich sollte den ja echt so lassen. Ja, Alter. Er sieht so aus, als hätte er eine Penisnase. Ich setze mir jetzt eine Superheldenmaske auf. Nee, ich setze mir jetzt so eine Pornobrille auf, so eine. Ach schade, ich kann keine Pornobrille aufsetzen. Schade. Du kannst vieles, ne? BH mache ich mal weg am besten. Nö, lass mal.
Funtime Job, nee. Ich könnte mir so eine Kampfweste anziehen. Mach ich aber nicht. Ich nehme das Third Street Kapuzenpulli. Das Kapuzenpulli. Deutschgrammatik. Yay. 1. Genau. So sieht's nämlich aus hier. Und die Drittfarbe ist nicht das Saints Lila, sondern. Oder soll ich das Saints Lila nehmen? Ach komm, ich nehme das Saints Lila. Ich hab Angst. Ich hab Angst, Jay. Ah. Was denn? Der sieht komisch aus. Ich könnte mir eine Anime mit. Eine Anime-Mieze auf den Rücken schnallen. Oh ja, eine Militärkette. Quadratschädel ist hier wortwörtlich zu nehmen. Ich möchte gar nicht wissen, was du dir da für einen Typ zusammenstellst. Der muss ja voll hässlich aussehen, ganz ehrlich. Oh, ich freue mich. Oh yeah, yeah. Boah, ja, geil. Aber komm, die grünen Haare müsst ihr mir lassen. Nein. So, jetzt sehe ich wenigstens ein bisschen gescheit aus. Porno-Balken? Natürlich. So. Natürlich weiblich. Dick, männlich. So, dann fahre ich wieder zu dir, dann hole ich dich ab. Und dann können wir die nächste Mission starten. Wenn du dann endlich mal so weit bist. Ja, ich bin ja auch. Och. Du bist noch lange nicht so weit, Yoshi. Du bist noch lange nicht so weit. Glaub mir, ich weiß, warte mal, von dir rede. Oh. Ach, da bist du. Okay. So, ich stehe jetzt wieder vor dem Laden. Der sieht aus wie Gangster. Oh, geil. Ich hole mal so einen Pickup-Truck. Warte mal. Oh, verdammt, schon wieder dieses verdammte Charaktergalerie. Fuck. Oh, gut. Verlassen. Ja, möchte ich übernehmen. So. Oh yes. Ich glaube, ich brauche jetzt auch neue Klamotten. Die passen mir so langsam nicht mehr. Ich habe mir auch mal neue gekauft. Ah, na. Hier bin ich. Nein. Wir Nein. haben Bargeld. Moment, ich will wenigstens mitfahren. Ja, ja, mach du mal. Warte mal, wo ist denn hier? T-Shirt. Jetzt... Oh ne, jetzt hast du einen mit grünen Haaren. Nicht dein Ernst. Und schwarz. Moment. Moment. Ja. Ich muss mal deinen Skin angucken. Ich bleib noch lange genug draußen stehen, dann kannst du es. Deine sieht ja wirklich normal aus. Hä? Deine sieht ja wirklich normal aus. Ach nee, hab ich doch gesagt. Ich dachte. Oh, meine hat immer noch dieselbe Stimme. Die geile dieses Zombie-Stimme. Dieses Grölen, ja, diese Zombie-Stimme. Alter, du hast so einen Fettsack. Ja, hallo, der perfekte Gamer. Ey, komm, jetzt hol nicht wieder die Vorurteile raus. Gamer sind ja gar nicht fett unbedingt. Ich meine, guck mich mal an. So, warte mal. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Kommentar irgendwie so, du bist garantiert voll hässlich. Ach komm, so. Was erwartest du denn? Alter, was hast du für Augen, bitte? Das siehst du? Ja, die sind sau eng zusammen. Ganz ehrlich, deiner sieht doch nicht mehr normal aus. Ach, ich find schon. Oh, verdammt. Ey, hör auf! Hörst du wohl auf? Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. So. Oh shit, wir haben 3 Sterne. Woher bloß? Ich hab dich ja nicht abgeschossen oder so. Ja, ja, ja. Ich trete mal die Flucht an. Was? Bei 3 Sternen kommt schon der Heli? Ja. So war das schon immer. Echt? Ja. Ich trete die Flucht an. Oh, das halte ich für sicherer. Voll feige der Jay, ne? So, hier. Genau, der Yoshi stellt sich dem Heli und wird abgeschossen.
Ich mach hier so ein Zebra-BH. Ich guck mir das dann gleich mal an, wenn nicht das Polizeiauto vorher meine Karre schrottet. Unterkörper. Uhu. Ein Cheerleader-Rock. Oh ja. Geil, Alter, der Stunt hat sogar geklappt. Rekorddistanz bei großen Sprüngen, 52 Meter, finde ich geil. Oh ja, läuft doch. Ich weiß gar nicht, was du hast. Meine Karre geht gleich in die Luft. Jetzt habt ihr mal einen schöneren Yoshi, ja? Meckert mal nett. Jetzt sehe ich nämlich geilisch aus, vor allem. Alter, hörst du wohl auf? Alter! Ja, das war deine Karre. Nein, das meinte ich noch nicht mal. Ich meinte den Typen, der sich entschlossen hat, mir abzuknallen, Alter! Ja, und ich habe auch gerade deine Karre in die Luft gesprengt. Ja, geil! Und weißt du, was ist? Oh, Mann! That one was for you, Johnny. Nein, ihr bekommt mich nie! Alter. Die beiden hatten ja gerade echt alles in die Luft, oder? Ey, komm! Wir haben nur 3 Sterne. Ich ja, meine, wir ich haben hab ja nicht gerade so ein Auto oder so und hab dich auch gerade nicht umgebracht. Hab ich dich eigentlich umgebracht? Nur hast du nicht, glücklicherweise nicht. Ich fahr gerade ein Geländejeep mit Spoiler. So, ja, ich würde sagen, der nächste Teil der Umkleideaktion, ist im zweiten Part und wir sehen uns dann bald wieder, oder? Was? Schon wieder? Ja! Der nächste Part? Ja, der nächste Part, überraschend, ne? Ja, und im nächsten Part machen wir garantiert auch wieder eine Mission. Ja, hoffentlich. Weil das war ja jetzt nicht so produktiv. Oh, ja, danke! Ja. Hey, und vor allem ist so ein scheiß Charakter rausgekommen bei Yoshi. Hallo, ich sehe voll toll aus. Ja, diss mich nicht. So, auf jeden Fall, ich bin raus. Tschaußen.